Willkommen zu Zock mal wieder mit Tomaniac. Heute zeige ich euch eins meiner absoluten Lieblingsgames für den C64. Das wäre Aztec Challenge von Cosmi von 1984. Und ich gehe mal weiter hier. Ja, fangen ganz vorne an. Auch hier Level Skip. Nö, nur die Harten kommen in den Garten. Das ganze Game wurde im Alleingang von Paul Norman programmiert. Der auch den Sound hier gemacht hat. Und ach, ich dachte, es geht schon los, aber es war nur die Demo. Das ganze Game besteht aus, ich glaube, 7 verschiedenen Abschnitten. Ich kann mich an die ersten beiden hier gut erinnern. Das eine ist der Spießrutenlauf und das andere eben die Treppe, wo die Felsen von oben kommen. Ah, hier sieht man es gerade in der Demo, was alles nacheinander auf einen zukommt, wenn ich es hier richtig sehe. Genau, da kommen normalerweise irgendwelche Viecher noch von oben. Sieht man jetzt hier nicht. Ja, ich guck mal, ob ich da gleich... Ach, diesmal kam sie von unten. ob ich gleich so weit komme dann, wenn ich es selber spiele. Das sieht mir auch gemein aus. Da kann ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Na, da sehe ich ja schon, was mich erwartet. Ja, die Piranhas. Oder die als... sollen Piranhas sein... Ich kann mich noch erinnern, das war ganz schön hart, da durchzukommen. Ja, generell hat dieses Game einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad. Genau, die Brücke. Da muss man ziemlich gut getimt über die einzelnen unterschiedlich großen Löcher springen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht, aber... Ja, ich starte es einfach mal und dann wollen wir mal gucken, wie weit ich so komme. Na? Was ist hier los? Fire Button to Start. Ah, Moment, wahrscheinlich muss ich den Controller wechseln. Ne? Ach, Menno, was ist denn nun schon wieder los? Okay. Jetzt geht's rund. Jupp. Ja, dieses Game erfordert ziemlich gute Reflexe. Was ich hier noch ziemlich cool finde, ist, wie der Sound immer dramatischer wird, je weiter man, je näher man dem Ziel kommt. Also diese Bassline, die gefällt mir echt gut. Uah! Ja, und Paul Norman hat auch den Sound gemacht zu Forbidden Forest. Auch so ein Spiel, was ich ziemlich oft gezockt habe. Was aber jetzt eigentlich gar nicht so der Burner war. Aber ja, zu der Zeit damals habe ich es trotzdem irgendwie gerne gespielt. Vielleicht kram ich das demnächst auch nochmal vor. Zur Treppe zu kommen. Ja, ich wollte nach oben, aber mein Bauchgefühl sagt mir, zieh runter. Gerade richtig entschieden. Jo, der arme Kerl. Warum muss ich mir das eigentlich antun? Ich weiß gar nicht mehr. Warum muss man diese ganzen Stationen durchlaufen? Was wartet am Ende? Dieselbe Strafe nochmal. Ich
Ich habe das geliebt, das Game. Ich finde es heute noch geil. Oh, nein, nein! Verdammt. Okay, nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Es ist aber auch schon spät. Es geht auf 2 Uhr nachts zu. Da sind die Reflexe vielleicht nicht mehr ganz so gut wie vormittags. Ja, nee. Oh, Knapikowski. Shit! Klingt ja fast wie Silvesterraketen. Au. Au. Sieben verschiedene Abschnitte gibt's. Ich muss sagen, dass dafür, dass das nur ein Mann programmiert hat, schon eine coole Leistung. Ich habe den C64 eigentlich nur zum Zocken benutzt. Vielleicht habe ich irgendwann mal ein Listing abgetippt und mich dann darüber aufgeregt, dass irgendwo in irgendeiner Zeile irgendeine Zahl oder irgendein Buchstabe falsch war. Und dann hat die ganze Scheiße nicht funktioniert. Ja. Und das war's dann auch, aber so richtig selber mal was programmiert. Nö. Zocken, das war's. Dafür wollte man den C64. Oder ich zumindest. Und jeder in meinem Freundeskreis hatte einen. Ich war nicht der Erste, der einen hatte. Ich habe es dann bei einem Kumpel gesehen und da war sofort klar, was ich auch haben musste, dringendst. Und ja, dann hieß es von meinen Eltern her, du weißt, das Ding kostet 800 noch was Stutz, 860 glaube ich waren es. Sieh mal zu. Ja, und dann hieß es Ferienjob annehmen. Und ich musste leider meinen Atari 2600 zusätzlich verkaufen, weil der Ferienjob alleine hat nicht ganz ausgereicht. Aber dann hatte ich ihn endlich. Meinen C64. Den ich dann aber auch irgendwann nach vielen Jahren wieder verkauft habe, damit ich mir den Amiga 500 leisten konnte. Ah! Quatschen und zocken, gerade bei dem Game. Schlechte Idee. Und dann auch noch um die Uhrzeit, das erschwert es dann auch noch. Eigentlich müsste ich Pupillen so weit wie eine Eule haben, so viel Energy Drinks, wie ich mir heute reingezogen habe. Verdammt. Wirkt irgendwie nicht. Sound nachzuurteilen, habe ich wahrscheinlich jetzt ungefähr die Hälfte. Ewig lang die Strecke. Oh, das war knapp. Nein! Ah! Ja, natürlich. Ich komme nicht bis zur Treppe. Und Level Skip habe ich ja natürlich ausgeschaltet. Ich wollte es mir wieder mal beweisen. Dass ich es nach all den Jahren noch kann. Ja, wie bei den letzten Zock mal, wie das die ich gemacht habe, ist auch das hier ein Game, was ich jahrelang nicht mehr gezockt habe. Fuck! Ah! Leck!
Mittlerweile müsste ich wie ein Nadelkissen aussehen. So, konzentrier dich, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Schöne Panflöte. Also dieses Musikstückchen gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde es auch nicht langweilig oder irgendwie nervig. Es passt gut zum Game. Eben, was ich hier absolut klasse finde, ist, wie der Sound wirklich immer dramatischer wird, immer mehr dazukommt an Tönen. Je weiter man kommt. Fuck, und wieder rutscht die Pyramide in weite Ferne. Muss man da echt hier von ganz vorne anfangen? Mann, was muss ich damals für eine Geduld gehabt haben? Ich glaube, heute bin ich irgendwie nicht mehr so leidensfähig. Ich will bis zur Treppe. Verflixt. Nein! So wird das nie was. Nark! Da habe ich hier eins meiner absoluten Lieblingsgames vor mir und komme nicht über den ersten Abschnitt. Das habe ich damals, da gab es Phasen, da habe ich das dreimal hintereinander durchgeschafft, weil wenn man einmal durch ist, dann fängt die ganze Sache von vorne wieder an. Wird halt dann nach und nach immer schwerer. Uah, das hier finde ich schon schwer. Und dass ich das damals mehrmals hintereinander geschafft habe, ohne Trainer, ohne allen Kram. Ja, ich bin halt nicht mehr 13, 14, 15, ne? Das ist keine Entschuldigung. Los jetzt! Diesmal klappt's! Ganz zuversichtlich. Okay, so kann es weitergehen. Mal schön oben. Ja, ich sehe den Eingang. Die Chancen stehen gut. Bitte. Ja, die Treppe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute noch schaffe. Okay, da geht es um den Blöcken, die da von oben runterrauschen. Ich selber kann nur... Matsch. Ich kann nur zu den Seiten ausweichen. Ich kann nicht auch noch irgendwie runter... auf einer Ebene ab. Normal ist, glaube ich, immer am besten, wenn man irgendwo so in der Mitte sich aufhält, weil da kann man dann noch nach rechts oder links ausweichen. Mehr so am Rand ist, glaube ich, eher schlecht. So geil. Ich meine, auf die Idee überhaupt erstmal zu kommen, so ein Game zu programmieren. Ja? Sich sowas einfallen zu lassen. Krass, ich find's absolut klasse. Der hatte eine echt gute Idee und dann so dieses Setting, Azteken und so, finde ich sowieso noch cool. Gibt's viel zu wenig Games, die irgendwie mit Maya oder sowas zu tun haben. Schade eigentlich. Das war wirklich innovativ, finde ich. Es gab
Ganze hat hier so diesen auch so leicht Pseudo-3D-Effekt. Ja, Innovation. Das ist eigentlich auch immer noch das, was mich an diesen ganzen alten Games reizt. Ich meine, wenn man sich heute mal so die neuesten Games anguckt, auch das, was man auf der Gamescom zu sehen kriegen wird, da hast du FIFA 15. Also lauter, ich sag mal, Games, wo dann eine Zahl hintersteht, die aber außer, weiß ich nicht, Grafik-Updates nicht wirklich was Neues zu bieten haben. Und das ist alles, weiß ich nicht. Das, was mich am meisten reizt und das, was eigentlich der Hauptgrund ist, weshalb ich auf die Gamescom gehen werde, ist einfach die Retro-Ecke. Und ich finde es so geil, dass der ganze Bereich nochmal deutlich vergrößert wird. Ich kann es echt kaum erwarten. Das ist einfach die Essenz. Oh, verflixt. Jetzt muss ich überlegen. Scheiße, zu lange überlegt. aha. Nach rechts. Ah, stirbt man. Mit links bleibt man stehen. Und, oh, Knopfdruck kann ich auch springen. What the fuck? Ja, ja, ja. Von Goldnuggets erschlagen. Boah, geh mir weg. Ich fasse es nicht. Warum bist du so schwer, du Schwierigkeitsgrad? Ja, wie gesagt, wie gesagt, Gamescom. Eigentlich gehe ich da nur wegen dem Retro-Bereich hin. Und vielleicht, läuft man sich da ja über den Weg. Ich werde am Sonntag dahin gehen. Ich habe das Ticket für Sonntag. Weil anders schaffe ich das nicht, denn ich... Oh, verflixt. Es geht nicht auf Zeit. Ne? Sobald ich loslasse, rennt er weiter. Ja, genau, macht er. Deswegen sollte man am Anfang des Raums besser stehen bleiben. Alte Säge. Ja, denn ich komme extra aus der Schweiz runter und muss halt am Samstag noch malochen und fahre dann von der Maloche aus direkt durch bis nach Germanien und komme dann erst mitten in der Nacht da an und dann Samstag ist ja, denke ich, eh der Horror, was so die Bewegungsfreiheit auf der Messe angehen wird. Uah, ey, im Sterben bin ich verdammt gut, stelle ich hier gerade fest. Ja, und ich hoffe einfach, dann am Sonntag ist nicht ganz so viel los. Ich werde eben auf jeden Fall am Sonntag da sein. Und das Ganze wird ziemlich stressig, weil montags geht es dann wieder zurück und dienstags dann direkt wieder arbeiten. Und das sind mal eben so eine Strecke, ungefähr 700 Kilometer, aber das ist ein Stress, den ich mir gerne antun werde. Ausnahmsweise mal, ich komme ja sonst zu nichts, weil die geilsten Events finden halt einfach in Deutschland statt, in der Schweiz, da kriegst du, da gibt's nichts. Wobei das Einzige, was ich mir da mal noch angucken würde, das wäre das Entermuseum in Solothurn. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand war oder ob das jemand kennt. Weil da zeigen sie auch von Großrechenanlagen bis zum, so bis zu den ersten Bürocomputern. Ich glaube, so C64 und sowas kriegt man da auch zu sehen. Oh, verdammt! Gibt es hier eigentlich ein Game Over? Ich glaube nicht. So wie es aussieht, kann man... so wie es aussieht,
Hua. Hey, das gibt's doch nicht. Kann man das hier immer wieder versuchen, sobald man an einem Abschnitt durchgekommen ist? Das finde ich ja noch fair. Wenn ich denn hier jemals durchkomme. Oh, das ist eine schlechte Position. Hey! 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 Was kommt hier? Ich habe aber auch ein Talent, mir genau den richtigen Moment zum Sterben auszusuchen. Und wenn man einfach so mal so wild, dumm, ich bin eine Elfe. Okay, ab im Keller. Elfen sind hier nicht gewünscht. Oh, verflixt. Hold stick left to stop and right to jump. Aber der Feuerbutton zum Jumpen geht auch, habe ich festgestellt. Und damit springt man genauso. Naja. Nicht untückisch das. Der Grafikstil ist, denke ich, der Zeit entsprechend. Grafik ist nicht alles. Es kommt also wirklich auf einfach aufs Gameplay an und das ist verdammt gut. Und der Schwierigkeitsgrad ist einfach scheiße hoch. Na, vielleicht sollte ich mal anfangen, das auswendig zu lernen. Also erst die Pfeile, dann die. Ja, ich habe das Gefühl, ich komme heute nicht mehr weit. Ich gebe mir noch 3 Versuche. 1. Verflixt. Wobei dieses einmal geht noch. Das greift hier wieder. Verdammt gut. Scheiße. Ja, komm, einer geht noch. Es ist, ja, es ist dieses einmal geht noch Prinzip, es greift. Jetzt kommen wieder die Segen. Nee. Okay, wenn man einen Moment wartet, dann tun sich die Gruben nach. Na, na, oh, verflixte Kacke. Tatsächlich, dann kommen die Gruben. Was ist denn da passiert? Ja, hallo? Tür. War das eine Automatiktür oder was? Verdammt. Na, alte Säge. Ja, das ist jetzt wirklich mein letzter Versuch. Also bis zu dem Screen, wo man dann wieder auf Start drücken muss. Ich wäre ja gerne einmal ganz durchgekommen. Also wer es nicht kennen sollte, zockt das. Macht echt Spaß. Und der Schwierigkeitsgrad ist verdammt herausfordernd. Ja, und Gold macht nicht glücklich, sieht man hier, ne? Nein! Der timet das. Der macht es absichtlich. So, und ich würde sagen, ich gehe jetzt in die Haie. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich auch auf der Gamescom. Kann gut sein, dass ich vielleicht vorher nochmal ein kleines Video hochlade. Ansonsten sage ich Tschüss und bis bald, euer Tomaniac.